Oh, Schummer, liebe YouTube-Meine, willkommen zurück zu einer Folge Backen Kies. In der Folge stehen wir im Hühnchen auf den Arsch und wir spielen eine Runde COC. Erstes Mal, dass wir es aufnehmen, also zweites Mal eigentlich. Wir haben vorhin schon eine Challenge gemacht, aber da habe ich so viel falsch gemacht, das war mir ehrlich gesagt peinlich und deshalb habe ich das gelöscht. So, da haben wir allerdings angekündigt, dass ein Clankrieg kommen wird, in dem neuen Clan, wo wir drin sind, die Cybermafia, geilster Name ever. Und der ist jetzt schon so ziemlich gelaufen. Wir haben gewonnen und ich zeige euch mal die Wiederholungen. Was wollte er? Okay, na gut, egal. So, im Hintergrund hört ihr übrigens ganz leise, oder in dem Fall hoffentlich nicht ganz so leise, den Jan. Hallo? Hallo. So, und dann gucken wir uns jetzt mal die Wiederholungen der Kämpfe unserer Seite an. So, dann, bist du bereit? Wir beginnen bei der Nummer 1. Der Angriff wird von Unknown User gemacht, unserem Clanführer hier. Jo, 3. Warte, so, genau. Wir beginnen von der Kriegskarte aus mit dem 3, 2, 1, go. Ja. So, dann 3, 2, 1, los. Go. Ich merke... Oder hört man hier den Sound? Nein, bei mir hört man auf jeden Fall nicht. Nee, ich meine jetzt bei mir. Hm? Man soll ja auch die Angriffe hören. So, nee, die wurden von Skype verleisert. So, da muss ich das gerade umstellen. Ich gucke mir gerade schon an. So, ich hoffe mal, wir werden jetzt nicht übertönt. So, dann mal gucken. Er hat jetzt gerade hier die Klamburg-Truppen rausgelockt. Und die werden gerade stark vergiftet. Bei mir sind gerade die Ballons hochgegangen. Hm, bei mir auch. Gut, naja, wir sind hier schon synchron, da brauchst du keine Gedanken drüber machen. Okay, zum Glück. So, der Drache ist fast tot. Schade, dass der Giftzauber nicht lang genug gehalten hatte. Ja. Du verschnellerst aber nichts, ne? Nee, natürlich nicht. Da oben kommt ein Besatz. Was hältst du denn davon, wenn wir irgendwann Live-Angriffe machen? Das hatten wir ursprünglich vor, aber ich hab's irgendwie verpeilt, weil ich wollte noch eine Rede aufnehmen und... Ja, eigentlich, ich hab's dir ja eigentlich gesagt, aber du wolltest das halt dann nicht. Ja, ich hab halt noch versucht, mein Handy zu routen und da hab ich dann so lange gebraucht und dann irgendwann plötzlich... Oh, ich muss jetzt Kung Fu, scheiße. Oh ja, warum musst du... Warst du gestern bei Kung Fu? Ja, deshalb konntest du mich auch nicht mehr kontaktieren. Gestern warst du beim Kung Fu, was ist dann mit Freitag? Freitag muss ich auch zu Kung Fu. Ja, das ist zweimal die Woche, bin ich ja behindert. Also nicht behindert, aber für mich behindert. Ja, und ja. Na egal, jetzt... Der hat schon 2 Sterne, krass. Ja. Na komm, wir gucken uns noch an, wie der Angriff langsam in sich zusammenfällt und alle sterben und verrecken. Ich hab mir ja eben schon mal angeguckt und... Ja. Naja, er hat also ungefähr die Hälfte zerstört und das... Also ohne zu spoilern, aber ne. Ja, so aber trotzdem richtig ist einfach nur krass. Trotzdem richtig epischer Angriff. Obwohl ich am epischsten immer die Ballonkämpfe finde. Ja, das ist einfach so wunderschön, wie einfach die Luftflotte aufsteht und alles vernichtet und dann selbst untergeht. Also das finde ich einfach nur wunderschön. Die Ballons sind sowieso die epischsten Einheiten. Also sie sind vielleicht nicht die stärksten, aber von der Epicness sind die kaum zu übertreffen. Neben natürlich den König und den halt zu zünden. Weil die Packers, naja, ja. die sind nicht so geil, wie die aussehen. Ja, bist du gerade unten? Ja, also hier, da ist noch ein einzelner Minion und ein paar drei Bogies, die Wasser steuern wollen und ein fast roter Packer. Ja, kann man ja auch. Ja, so ja, also ich glaube, den Rest könnt ihr euch ausmalen. Wir könnten hier eigentlich schon aufhören, oder? Ein bisschen mich noch zu Ende zeigen. Ja, nee. Der Angriff ist eigentlich schon gelaufen, der versucht noch etwas Loot abzuladen. Ich bin wieder bei Kriegskarte. Ich auch, So, Angriff auf die Nummer 2. Ja, 3, 2, 1. Let's go! Von Matze. Ja, das war. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, das war auch ein die meisten Angriff. Wir sind sowieso episch, also von daher. Genau. So, da Gesatz. Warte, hab ich mich da gerade verguckt oder hat er zuerst den Gesatz und dann den Golem gesetzt? Ich glaube, ach, das ist die Wizards. Das ist ein Fehler. Naja, ja, trotzdem war so ein guter Angriff. Zeigen wir jetzt eigentlich alle Angriffe oder nur die, die hier gerade auf der Kriegsbasis angezeigt werden? Alle. Dann machen wir jetzt alle Angriffe im Klangkrieg. Ja, nur das ist halt so, dass Matze ja eben einen versaut hat. Oder nicht versaut, aber dass er ihn halt, das ist halt nicht wirklich viel geworden auf die Nummer 3. Da waren wir eben dabei, haben zugeguckt. Ja gut, das Verlieren gehört zum Krieg dazu, damit hat der Hitler ja auch schon gemacht. Problem ist halt, dass halt jetzt zwei Angriffe sich auf die Nummer 3 gegangen. Heißt, wir müssen nachher ins Krieglog gehen und nochmal seinen Angriff aussehen. Wir werden die stärksten Angriffe zeigen, weil das sind auch meistens die epischsten.
Ich weiß nicht, sollen wir meine beiden Angriffe eigentlich auch zeigen, weil die waren. Das war nicht so unbedingt was Spannendes. Naja, sie stehen auf jeden Fall noch bei uns in der Kriegsbasis, also sind es die besten Angriffe. Aber meinen Angriff müssen wir noch zeigen, auch wenn der von Spieler gezeigt würde. Wenn du jetzt nach unten guckst. Deinen Angriff zeige ich auf jeden Fall, weil das war eines der epischsten. Meiner Meinung nach. Ich hab meinen auch cool. Ein kleiner Hauch von. Ach, da oben ist noch eine Front, genau. Ja, jetzt da oben keine Front mehr. Ist hier, hat er hier gerade den Sprung sauber gesetzt, dass die Golem drüber gekommen sind. Also ich weiß nicht, sobald ich weiß, dass Angriff so ziemlich laufen ist, würde ich da unten eigentlich hier noch bei den dunklen Zielkasten was hinstellen. Weil, na gut, das ist aber nicht nötig. Das hilft beim Kampf. Nee, er hat ja nichts mehr. Hä, das Problem ist. Hä? Der hat den. Ach so, das war die Zeit, ne? Ich dachte, jetzt hätte zu früh abgebrochen, aber die Zeit. Ja, okay. Okay, gut. Dann. Ja, das ist auch schade, dass die ja so eine Zeitbegrenzung haben, vor allem im Clankrieg. Na gut, jetzt die Camilla. Oder der Camilla. So, drei. Ah ja, hier, der beste Angriff kommt vom Polarbier, da gucken wir mal. So, 3, 2, 1, go. Und haben sogar 2, 3 Sternis. Jetzt bin ich gespannt. Wir wollen ja nicht spoilern, ne? Ja, nee, das konnte man hier ja sehen. Ich weiß. Einen Schluck Wasser trinken. Von welcher Marke? Schleichwerbung? Von 1 Aqua. Bestes Wasser. Nee. Ich werde nicht bezahlt dafür. Kann dir ja noch keiner nachempfinden. Müssen wir nachher noch gucken, ob unsere beiden Bases angegriffen wurden. Wenn ja, dann müssen wir das praktisch Pflichtprogramm, dass wir das noch zeigen. Meine wurde angegriffen. Ja, dann zeigen wir es nachher noch. Wie viele Sterne? 45%? Null. Ha! Wurde meine auch angegriffen? Weiß ich nicht, bestimmt. Okay. Ja, wahrscheinlich. Meine Base ist ja eines der schwächsten. Warte, ich guck kurz. So, da hinten kommt der Luftballonangriff. Schade, dass er mit den Luftballons nicht mehr so viel gerissen hatte. Du wurdest einmal angegriffen. Wie viel Prozent? Von Nummer 5. Destroyer. 1 Stern, 60%. Ach so, also. Ich hatte eigentlich schon mehr gerissen, aber okay. So, hier kommt. Boah, die Luftballonangriffe sind so ewig. Ich denke mal, ihr wisst, was ihr. Spätestens jetzt müsst ihr sehen, was ich meine. Spätestens jetzt. Ich bin leider nicht beim Angriff, das kann ich aber noch später in deinem Video sehen. Lol, ich tippe gerade irgendwo hin, um eigentlich auf die Kriegskarte wieder zu kommen. Ich vertippe mich und in dem Moment wird genau da, wo ich hingeklickt habe, der Golem gesetzt. Boah, so wie Luftballons hier runter, hier down gehen, das sind ja auch richtige Windmacher. Warte, ich kann ja bei mir kurz schnell verschnellern, dann kann ich wenigstens schon, weiß ich wenigstens von dort. Warte, da bricht der Luftballonangriff jetzt zusammen. Was gibt's noch? Hier gibt's noch ein paar Feuerfliegen. Lavawelben. Weißt du, was ich ein bisschen traurig finde, dass die Ballons keine irgendwie vielleicht Partikel oder so haben, wie die Drachen, die ja auch irgendwie Feuer in ihren Augen oder so haben. Das ist ja cool. Dass da vielleicht noch irgendwie so eine dunkle Aura hinterher fliegt. Das ist extrem cool. So, hier ist noch ein Lavawelpe, den lassen wir mal Lavawelpe sein. Gehen weiter zum Angriff Nummer. Welcher Angriff sind wir jetzt? 4. Sind wir bei Angriff Nummer 4? Okay, 5. Von anderen User. Von unserem Anführer. 5, 4, 3, 2, 1. Ich bin zu spät drauf, Bigger. Planführer, bring uns zum Sieg! Wo bist du gerade? So, ich bin hier gerade. Ah, der hat hier gerade die Clanbuchtruppen rausgelockt, die Drachen. Hab ich sehr schnell Blitzbild, der jetzt sauber. War es alles an Clan? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen, oder? Dass es an Clanbuchtruppen ist. Nee, da ist auch ein Ding dran. Ah, der hat den Drachen zu früh rausgelockt. Also, wir sind ein bisschen asynchron, ich bin ein bisschen vor dir. Ja, gut, ist egal. Ich kenne mich nicht mit dem König und seinem Zünden aus. Weil ich halt noch weil ich meinen König halt noch nicht zünden kann. Aber könnte sich sein, dass er ihn ein bisschen zu früh gezündet hat. Mir ist der König schon längst tot. Ja, bei mir ja auch. Schon länger, aber trotzdem hat er nicht. Bei mir kommen jetzt, bei mir kamen gerade die Ballons. Ja, bei mir kommen jetzt gerade auch die Ballons. Boah, episch. Aber leider kein Hauch von irgendwie dunkler Aura oder so hinterher. Ich weiß nicht, wenn hier die Songs zu leise sind, dann werde ich hier wahrscheinlich da das Lied vom über England abschicken. Was?
Weil das hier mit dem Bomber der extrem cool geregelt. Richtig, ja. Richtig. Epischer Angriff. Das ist bis jetzt der epischste Angriff, den ich hier gesehen habe. Man hat ihn eigentlich gemacht, weil heute Morgen, als ich da mal reingeguckt habe, da hatte ich den noch nicht gesehen. Also kann den nicht gestern Abend gemacht haben, oder? Nee. Auf jeden Fall sind die Ballons ziemlich gut gelaufen. Also ziemlich gut geflogen. Ja. Boah. So episch. Und jetzt kommen doch die Minions rein. Um mal nochmal schnell aufzuräumen. Oh, ihr Lava-Hand ist auch so okay. Ja gut, um so eine Base 100% zu bekommen. Respekt, Unknown. Das ist krass. Das ist extremst krass. Ja, wenn man sich nochmal seine Base anguckt. Ja gut, aber trotzdem. Ja. So, okay. Das war bis jetzt der epischste Angriff. Dann jetzt hier die Nummer 5, den Destroyer. So, 3, 2, 1, los. So, dann gucken wir mal, was der Polarbär hier geregelt hat. Oh, bei mir muss es etwas laden. Obwohl ich mit dem PC hier drin bin, das ist auch interessant. Warte, dann stopp ich ganz kurz. Sag, wenn du bei 2.10 bist. Ja, bin schon. Drüber. Jetzt. Warte, ich stopp grad. Sag, sobald du bei 2.5 bist. Jetzt. Okay, weiter. So. Dann, er hat die Kernburg-Truppen nicht zuerst rausgelockt. Das war, glaube ich, ein Fehler. Weil ich weiß nicht, wie viel macht es hier aus. Ja, du weißt ja, wie der Angriff ausgegangen ist. Viel Schaden machen eigentlich Skelette, nicht so viel wie Barbaren, oder? Nein, die machen viel weniger, weil die auch unendlich nachkommen. Ja, gut. Was, mit welchen Gedanken ich mal gespielt habe, ist, wenn man Skelette für ein dunkles Elixier machen könnte, den irgendwie so nach vorne laufen und irgendwie, keine Ahnung, eine Bombe oder irgendwie sowas halt kaputt machen, wenn du einfach so ein Skelett hast. Weil es ja eigentlich auch ziemlich naheliegend, weil die sind ziemlich klein, die machen nicht viel Schaden, sie können angreifen und sie sind schon implementiert in Hexen. Wenn man einfach halt ein Skelett, aber das Problem ist halt, dass sie halt nicht mal einen Truppentag verbrauchen dürfen. Weil sonst wäre das ja wieder unbalanciert. Deswegen vielleicht, naja, dann müssen wir gucken, wie man das dann regeln würde. Das wäre aber eine coole Idee. Oh, da kommt. Ja. Da sind die Skelette jetzt erstmal down, aber die Hexe, die macht, was die Hexe tut. Die Hexe hat neue geholt. Don't touch that, Larry. Ja, du hast dir das auch angeguckt. Ja, klar. Ich werde das nachher rausschneiden aus der Animation Complication oder wie das ausgesprochen wird und werde das dann da einfügen. Larry, what did I say? Larry. Och, Larry. Mal gucken, gibt's noch eine andere Front? Hast du aufgehört? Die Steuerung hier mit Boostacks ist so scheiße. Nee, das ist die letzte Front. Aber gut, hier werden jetzt wahrscheinlich eh die 100% kommen. Nee, weißt du, deine Bogiturm macht noch Magier, die geile Queen Level 26 nur fast verhört hat und den einen Golem kaputt. Jetzt kommt. die Königin war noch nicht mal gezündet, darauf habe ich gar nicht geachtet. So, okay, komm. Kriegskarte. Aha, mein Internet ist gerade etwas langsam. Der Kleinkrieg dauert noch eine Stunde und 43 Minuten. Können ja, also ich glaube, die Gegner haben in der Zeit noch eine realisierbare Chance, uns zu besiegen und alles. Das wird wollen wir gleich in 42 Minuten, also mal mir noch 42 Minuten den Live-Angriff noch mit reinschneiden von mir, wo ich versuche, die 50% wegen Loot zu bekommen, aber wir eh schon gewonnen haben. Oder wollen wir schaffen? Ja, komm, werden wir nachher noch live reinschneiden. Wäre witzig. Live reinschneiden. So, dann hier jetzt noch die Nummer 6. Wait. Yes. Oh, bei mir muss das laden. So, dann. Bist du auch drin? Ja. 6. Ja, bin schon dran. Ja, genau, da willst du nachher auch noch den. Achso, das ist. Okay, so. Gucken wir mal. Das ist die, die ich nachher versuchen werde. Ja. 50% zu zerstören wegen dem Loot einfach. Ja, so hier nicht, auf der Scheiße kämpfe ich jetzt mal einen Blizzard-Abschnitt. Nicht, weil ich asozial bin und einfach den Clan niederschmettern möchte, einfach nur auf den Loot aufgeben, sondern weil hier einfach der schon gewonnen ist und ich noch einen Angriff habe. Bevor ich jetzt. Und weil ich eh keinen mehr in den oberen Ligen 3 Sternen kann, kann ich ja wenigstens noch auf den Loot gehen, als nichts zu machen. Der Drache ist tot, wir folgen mal hier der Königin. Stell dir vor, die Giftzauber würden bei den eigenen Truppen auch Schaden machen.
So, was ist hier unten los? Hier unten. Ab Rathaus. Naja, stimmt, du hast dein Rathaus Level 6 eben, Level 6, Rathaus Level 9 eben abgebrochen, ne? Ja, genau. Weil, naja, gut, auf Level 9 Rathaus zu raschen, da haben wir gerade das geklärt, ist nicht so intelligent. Ich habe mir jetzt mal ausgemalt, was passieren würde, wenn ich einfach, weil ich immer die schlechten Entscheidungen treffe, wenn ich einfach immer, bevor ich eine Entscheidung treffe, Pros und Cons aufliste. Und dann entscheide. Das wäre vielleicht sogar ein. Boah, der gesagt. König räumt auf. Hm. Und die Königin, die ist noch gar nicht gezündet. Da hat er noch eine Trump-Card. Wo ist denn deine Königin gerade? Ich sehe die gerade gar nicht. Die ist außen, ne? Da ist noch ein einzelner Packer, der ist Dote-Vinyl. Wo ist hier unten? Hört sich das noch nach Front an? Ja, da. Oben, Lombogi. Die Königin und ihre kleine Schwester. Ich könnte sogar passen, ne? Ja. Jetzt würde ich aber gleich mal hier die Dings zünden. Jetzt würde ich. Zünden. Ich hatte schon Angst, er würde sie nicht zünden. Ich hab schon gedacht, okay. That moment. Ja, die geht gleich down, Dote-Vinyl. Da ist noch eine Bombe hochgegangen. Ja, da passiert nicht mehr viel. Sollen wir abbrechen? Ja. Ja, die 100% schafft auf jeden Fall nicht mehr in dieser Welt. Insgesamt waren es dann 69%. So, jetzt kommen wir erstmal von Spieler, weil der hat dann auch die Nummer 7 angegriffen, die ich auch angegriffen habe. Ja, gucken wir erstmal den Angriff vom Spieler und danach gucken wir im Kriegsdog nachher noch den von Jan, weil der von Jan war auf jeden Fall episch. So, Wiederholung. Okay. Go. Ach nee, warte, wir müssen von 3 zu 1 runterzählen. Ich gehe wieder zurück. So. 3. Egal, sag, wenn du bei 45, dann 2 Minuten 45 Sekunden bist. Ja, sag ich dann Bescheid. Und jetzt. Okay. So, noch ist nichts passiert. Ich brauche Level 5 Barbaren, Level 5 bis 7. Ich spende gleich welche. Dem lieben Klaus ist das mit C. Hallo, Spieler, was machst du da? Ah, da. Ja, da oben hat er gesetzt, Lava-Hunde. Und ein extremst epischer Luftballonangriff. Da kommen sie schon mal auf breite Front auf England zugeflogen. Ob er episch ist, wissen wir ja noch nicht. Ja, episch war es bis jetzt auf jeden Fall schon. Hm. Nee, ich glaube, die Lava-Hounds oder Lava-Hunde, die haben auf jeden Fall ein bisschen gefällt, weil die haben nicht so viel gemacht. Ja, Lava-Hunde sind aber auf jeden Fall OP. Okay. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die kleinen Dinger dann halt auf jeden Fall. Obwohl, findest du es gut oder schlecht, dass ich weiß es nicht, dass die kleinen Lava-Dinger, die kleinen Lava-Welpen, dann hinterher nicht wieder sofort auf das Ziel mit der Luftabwehr gehen, sondern halt direkt dann, Ja, ist nicht schade, dass sie einfach unfokussiert sind, wie die Minions, das nicht auf bestimmte Gebäude gehen. Mhm. Naja, aber so wäre es auf jeden Fall ein bisschen einfacher, die Dinger zu zerstreuen über das ganze Feld. Ja, gut, was cool wäre es natürlich noch. Dass wenn man alle Lava-Hunde gesetzt hat, dass dann so eine Karte erscheint, also dass man die noch mal zünden kann, dass man die dann auch auf Befehl sprengen kann, anstatt warten zu müssen, dass sie kaputt gehen. Das wäre extremst cool. Halt so ähnlich wie bei Königin und Königin, aber das funktioniert halt nur, wenn alle gesetzt wurden. Oder dass du irgendwie so einen Bonusknopf da drüber hast, naja. Ja, aber jetzt ähnlich wie bei König und Königin, wenn man die zünden will. Das wird nicht viel bringen, weil ich meine, da könnten die ja wenigstens halt den Schaden machen, den sie machen. Ja gut, aber es ist halt einfacher, die zu, halt die übers komplette Feld zu schicken. Aber halt diese, wenn die danach auf jeden Fall koordiniert an das, du bist immer noch im Angriff, ne? Ja, wenn die danach halt, koordiniert auf die Luftabwehr wieder drauf gehen würden, dann wäre das auf jeden Fall ein kleiner Rückschlag, was gut für den Verteidiger wäre. Wie der Luftfähige halt. Ja gut, hast du recht. Da müssen ja noch eine Sondereinheit einfügen für. Ich finde das aber gut, dass, oh jetzt ist gerade hier die Skelette. Was ich gut finde, ist allerdings, dass wir hier gerade so ein bisschen kleinen Talk machen, während wir uns hier die Sachen angucken, so Update-Talk oder so. Was ja auch. Werde ich auf jeden Fall noch die Gesprächsthemen, vielleicht so die Hauptthemen, werde ich unten in die Comments schreiben. Was ich auf jeden Fall auch noch gut fand im Update im letzten, dass jetzt die Luft, dass jetzt gefreeste Luft, also Lufteinheiten jetzt auch wirklich anhalten und halt die Flügel nicht mehr bewegen, wie Dodo oder so. Ja. Das verstößt zwar gegen die Physik, aber das ist cool. Naja. Ja, weil wenn die eingefroren sind. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass wenn du einen Drachen hast, ich weiß ja nicht, wie oft du ihn trainierst, dass du einfach mal, dass du beim Ansatz der Flügel durchgucken kannst? Nee, ist mir noch nicht aufgefallen. Müssen wir mal gucken. So, jetzt zeigen wir noch deinen Angriff oder gehen wir zu Nummer 8 über? Erstmal zu Nummer 8, danach können wir gucken. Jo, ach, Nummer 8 für meinen Angriff. Der war nicht so spannend. Okay, da habe ich auch Barcha benutzt. Ich bin jetzt umgestiegen, weil ich gesehen habe, dass Barcha nicht so viel bringt, aber jetzt halt schon was gebracht. Ich glaube, ihr seht auch, wieso mir Barcha hier was gebracht hat.
So, das nennt sich Barge. Ach so, ja, ich nenn's aber Barge. So, ich habe erstmal das genommen, was in meiner Reichweite liegt, ohne die um die Kanonen zu berühren, weil ich davon ausgegangen bin, dass nicht ohne die Kanonen zu berühren, ohne die Klammerburg zu berühren, weil ich davon ausgegangen bin, dass hier wie bei all den anderen auch ein Drache drin ist und Luftballons. Und deshalb wollte ich das nicht angreifen. Aber was mir nicht aufgefallen ist, ist, dass hier eigentlich keine drin sein können, weil die Klammerburg zu klein ist. Da waren Sachen drin, aber halt nicht so gute Sachen. Ja. Aber ich glaube, da hättest du für einen Drachen gereicht, nee, oder? Nee, ich glaube nicht. Na gut. Aber waren 15 Truppenplätze waren da drin. So, da kam erstmal die größte Verschwendung. Dann solche Truppen halt so. Und schade, der konnte nicht mehr explodieren. Na gut, 33.000. Das ist nicht der Loot und der Angriff hier war eigentlich komplett unnötig. Hätte ich eigentlich bei 6 versuchen können. Das war deine Nummer halt. Naja, du warst in diesem Angriff, dem CW echt komplett unnötig. Nicht Spaß, aber trotzdem. Du hattest keinen wirklichen oberen, den du gut angreifen könntest. Ja. Und die unteren waren zu, naja, nicht würdig, sage ich. Bei der 6 hätte ich die 50% in Loot versuchen können, aber so. Dann hier habe ich noch die Nummer 9 gemacht. Das war noch weniger spannend, zeigen wir gerade. So, go. Vorsicht, bitte. Komm auch schneller, oder? Ja, ich glaube, ihr könnt euch ja auch vorstellen, warum ich die 100% geschafft habe. Nee, weißt du? Weil ich glaube, das liegt an meinem Skill. Oder an deinem Hex. Genau. Wie du einfach mal die ganzen Sachen drumrum setzt. Lustig, wie es da immer aussieht. So, da logge ich die erstmal raus, als wäre das wirklich nötig. Ja noch gebracht, ne? Was? Die Heilzauber am Ende haben es ja noch gebracht. Ja. Das habe ich einfach nur aus Fun gemacht. Um den Typen komplett zu verarschen. Und User Unknown, der zweite Account von unserem Anführer, also jetzt nicht der erste, der irgendwie gerade aus Level 10 und alles Max hat, sondern der zweite Account, von dem noch etwas schlechter ist, hat jetzt die Nummer 10 noch angegriffen. Die können wir uns ja jetzt angucken. Bist du bereit? Ja, ein paar Sekunden. Das hier muss noch fertig werden. Achso, ich war schon fertig. Achso, okay. Achso, hast du beschleunigt? Ja, weil das jetzt nicht so ganz spannend angucken. Ja, bei mir dauert der noch 16 Sekunden gerade. Achso, wusste man zuschauen nicht. Was die, gleichzeitig die Heilzauber, die sie am Ende richtig gebracht haben. Das hier ist aber auch die einzigste Möglichkeit, auf so eine Base um einen Angriff zu machen. Einfach durch Klankrieg. So 33,33 Minuten. So, also 33 Minuten. Okay, dann gucken wir uns Nummer 10 an, weil hier der Unknown, Das ist eigentlich, also User Unknown, das ist sein zweiter Account, das ist recht spannend, weil der hat so eigentlich eine ähnliche Base. Okay, dann 3, 2, 1, go. Wo hat er die Magier her? Egal, gucken wir einfach. Warum so schlecht? Muss der auch gar nicht sein. Ja gut, hast recht. So, aber der ist auf jeden Fall... Er könnte hier einfach direkt die Ballon setzen und wäre fertig. Ja. Ja gut, er hat ja aber auch erstmal so einen großen Verlust gemacht wie ich. Er muss ja auch erstmal die Klammerburg-Truppen zerstören. Ja stimmt, da sind ja Magier drin, die können... die Dinger kaputt machen, aber jetzt... Ja. Und da ist natürlich auch noch ein Bogi-Schützenturm. Aber ich finde aber, dass die Ballons damals viel epischer, also nicht epischer, aber ich fand die damals irgendwie richtig cool, warte mal. Ja, ich weiß nicht, ich finde die schwarzen Ballons viel cooler. Die haben da einfach so eine, so eine Boss-Aura, nennen wir es mal. Ist sogar noch ein Ballon down gegangen. Ja gut, das hier ist aber auch ein epischer Ballonangriff. Ist nicht so episch wie die anderen, aber das sieht schon cool aus. Sendet er noch die Magier vom Elfenbeinturm aus? Ah ja, weißt du, was mir letztens aufgefallen ist, als ich mir einen zweiten Counter stellen wollte? Wenn man bei dem ersten Angriff, da bekommt man Magier gespendet. Ja. Wenn man die nicht alle ausgibt, dann kommen die in deine. Kommt so ein zusätzliches Armeelager, wo die dann wieder reingehen. So. Okay. Dann gehen wir nochmal zurück und gucken hier mal, wer von uns wurde alles angegriffen. Soll ich jetzt nochmal einen Angriff zeigen? Warte hier, der Angriff auf Spieler 5. Das möchte ich mal sehen. Wo dann da, ja? Dein Angriff gibt's noch. Warte, dein Angriff gerade. So, wie kommen wir in den Krieg? Mein Team. Plan. Kriegslock und da. Ich bin einer der Ersten, der angegriffen hat, also ganz oben, ganz unten. Wo kann ich dich
hier sehen? Ganz unten, über dir. Wenn du auf Krieg. Nicht da, sondern hier, wie kann ich deinen Angriff einsehen? Du gehst oben auf den Stern. Warte, oben neben den Gegnern. Hier, da, hier oben auf den Stern neben den Gegnern. Dann gehst du auf Kriegsergebnisse. Nicht, ach, da ist der, okay, da, ist dann ganz nach unten. Ach so, über- okay, ich find's schon. Da hier der Jan-Griff. Der Jan-Griff. Ja, ist das jetzt die Verteidigung, ist das dein Angriff? Du musst ganz unten hin. Ja, ganz unten. Ja, da hab ich gesehen. Ja, genau. Okay, drei. Wiederholung. Drei. So. Oh, verdammt. So, dann. Sag, sobald du bei 2,19 bist. Ich bin jetzt bei 17. Hm? 2,17 bist du? Okay, gut, dann. Jetzt bin ich auch 2,17. Okay, drei. Ah, zwei. Jetzt bin ich 2,14. Dann stopp. Ja. Okay, ich bin. Jetzt bei 2,17. Jetzt. Okay, go. 2,14, ja. So, jetzt habe ich hier gerade die ersten Bogies gesetzt. Und den Drachen, da habe ich eigentlich relativ gut gemacht. Ich glaube, ich hätte meine Magier gesetzt müssen, um den danach zu zerstören. Wäre der auf jeden Fall nicht. Dann wäre der Angriff viel besser verlaufen. Aber gut, auf jeden Fall extremsten Respekt vor Jan, weil den Angriff. Der war einfach nur krass. Das war aber auch das erste Mal, dass ich wirklich mit Go-Wipe angegriffen habe. Ja, also jetzt so Information, wie er sich da hingesetzt hat und einfach da stundenlang überlegt hat, wie er den Angriff am besten macht. Der hat da wirklich alles einbezogen. Der hat Sachen gedacht, an die hätte ich überhaupt nie und nimmer gedacht. Das ja, war krass. Nur Unknown hat mir halt gesagt, dass ich halt so angreifen soll, weil ich hätte mit Drachen versucht und hätte wahrscheinlich auch bitter gescheitert. Ja gut, Drache, hier ist nichts mit Drache. Eben, trotzdem. Weil die Verteidigung ist genau in der Mitte. Für die Drachen. Trotzdem. Also die Luftverteidigung. Es ist natürlich gleich kacke, dass dieser scheiß Packer oben, also unten lang, also unten außen rum gegangen ist gerade. Ja, das schade, das ist wirklich schade gewesen. Weil der hätte noch einiges auswirken können. Jetzt laufen gerade die Magier richtig in die Bombe rein. Und sterben natürlich, weil die alle auf Falsche gehen einfach mal. Ja. Vielleicht soll ich meinen King zünden. Ich glaube, der war ein bisschen scheiße gezündet. Ja, nee, der war genau am Rathaus gezündet. Das war schon richtig, denke ich. Nee, aber da war halt noch der alte Zauberwanner so ein bisschen dran. Jetzt stirbt der auch gleich. Aber das war extrem knapp mit dem Rathaus und dem König hier. Das war so fucking knapp. Ja, da hat er noch versucht, etwas Beute abzusahen. Hat er auch hier geschafft. Ja, ich habe ihn auch probiert. Ich mache natürlich, lasse natürlich noch weiterlaufen. Boah, wie cool die Zauber der Magier auf einem bestimmten Level aussehen. Bei mir sieht es einfach noch wie Feuer aus. Achso, du siehst gerade oben an der Kaserne, ne? Ja, genau. Jetzt ist er hier bei dem Sammler. Aber dass die Golems wirklich so viel aushalten. Du hast fast den kompletten inneren Ring seiner Verteidigung zerstört. Das ist krass. Ja, es war halt nicht mehr wirklich viel, was da jetzt übrig geblieben ist. 3 Teslas, 2 Magatum und ein Ding. Ich werde mir hier gerade von Max 2002 werde ich kaputt. Ich höre mir Level 6. Danke. So, Jan? Ja? Gucken wir uns da jetzt noch die Verteidigung an. Auf wen? Unsere. Okay, komm mal schon bei dir. Jo, ja, okay, erstmal die von mir. So, hier. 3, 2, 1, go. Dann, das ist mein New Base. Ich habe noch keine richtige Clankriegs-Base. Da muss ich noch unbedingt was dran ändern. Naja, du hast natürlich deine Ressourcen noch innen stehen. Hä? Ist das hier? Ja, das ist meine Base. Okay, gut. Voll müde. Kenn ich. Na egal, morgen ist am Wochenende. Ne, übermorgen. Das ist meine alte Base, das ist noch gar nicht meine neue Base. Und ich habe mich gerade gewundert, dass das komplett anders aussieht. Boah. Ich muss meine Klankriegsbase nachher noch ändern, das ist ja scheiße. Ich schau mal kurz auf und ich muss kurz gucken, was ich unten. Weil dieses Base Layout, das habe ich damals irgendwo im Internet gefunden. Ja, Clash of Clans Bilder wahrscheinlich, ne? Nee. Ja doch, Clash of Clans Bilder. Kann euch der liebe Kies natürlich noch in die Beschreibung packen, ne? Nee, nicht nötig. Inzwischen mache ich meine Basen selber.
Richtig müde, Junge. Hat der okay. Eine breite Front errichtet? König ist noch nicht gezündet. Der König hat schon Level 2. Das ist krass. König kann nicht hier Fähigkeitslevel 2. Achso, okay. Ja, stimmt, du bist ja kein kompletter Noob. Ich dachte, du warst einer, der irgendwie gerade Level 4 oder 5 hat. Am ersten gedacht, wieso greift er mit einem Level 10er dich an, wenn du gerade Level 5 hast? Down vorhin gezündet hat. Oder den gezündet, ich hab's nicht mitbekommen. Naja, ich glaube, er dachte eher, dass der König zünden dunkles Elixier kostet. Wahrscheinlich. Na gut, für so einen Angriff, der hat ja noch die Königin drin gehabt, habe ich eigentlich gut standgehalten mit zu. Da die Bombe! Das, die ist genau richtig gewesen. Aber gut für so einen Angriff, weil der hat ja noch die Königin gehabt und dafür, dass es meine alte Base war, hat die eigentlich recht gut standgehalten. Einfach den ersten Clan-Krieg in diesem Clan hier. Ja. So. Und dann. Hoffentlich finden wir im nächsten paar würdige Gegner für dich. Ja, jetzt nicht würdig im Sinne von extrem schwer für mich zu besiegen, sondern würdig im Sinne von auf demselben Level. So, und dann gucken wir jetzt mal hier bei Mian. So, der beste Feindangriff hatte überhaupt keinen Stern. Da wiederholen wir mal. 3, 2, 1, Kyo. Ich glaube, jetzt hätte mal hier eben jemand, lieber Timmy, hat hier eben einen Angriff für einen Clan-Chat gemacht. Den kriegt man. Er hat direkt versucht, einen Drachenangriff zu starten. Ja, da kommen seine dicken Luftverteidigungen. Aber ich weiß nicht, würde man bei mir wahrscheinlich einen Luftangriff starten, hätte ich verloren im Clan-Krieg. Sofort. Gegen Drachen kann meine Base nichts ausrichten. Na gut, ich muss auf jeden Fall meine fettere Clan-Burg machen, weil dann kann ich auch einen Drachen bekommen. Mit nächsten Krieg. GG, Timmy. Ja, ich hole hier gerade einen anderen Angriff. Du, machen wir nachher die Live-Übertragung von deinem Angriff? Ja, dauert nur noch 23 Minuten. Ach so, dauert nicht mal so lang. Das ist die Rohdatei hier gerade bei dir schon ungefähr 20 Minuten lang ist. Die Rohdatei bei mir 20 Minuten. Nee, 32 Minuten. Ja, schon. Boah, das Hochladen wird Hölle. Ja. Aber trotzdem müssen wir nicht jeden Klangkrieg machen, oder? Ja, doch, natürlich. Willst du das wirklich machen? Ja. Okay, er muss aber eine extra Playlist erstellen. Ja, nee, ich tue es einfach in die Clash of Clans Playlist, die ich gerade gemacht habe. Also nicht gerade. Dann ist eben Klangkrieg Zusammenfassung. Kannst ja noch so die letzten paar Sekunden, wo wir dann halt vom Klangkrieg dann halt noch aufnehmen, wenn wir da gerade können. Ja gut, ich werde mal gucken. Ich glaube, ich werde es nachher kleiner schneiden. Und wie? Einfach nur die Angriffe hintereinander zeigen, oder? Was? Einfach nur die Angriffe hintereinander zeigen. Ja, genau. Es wird vielleicht so... Ja, es wäre vielleicht eine Minute, die es spart. Ich werde mal gucken, wie ich es mache, weil hier 33 Minuten, das ist schon ziemlich massiv zum Hochladen. Und bei meinem Kabel-Internet hier. Na gut, ich würde mal sagen, die Aufnahme ist dann hier zu Ende. Nein, nee. Live-Angriff nachher noch. Ah ja, genau, stimmt. Ich cut dann hier. So, bis gleich.